Es war der größte Fisch, den unsere Erde je gesehen hat. Und sein Biss war stark genug, um ein Auto zu zerquetschen. Die größte gefundene Zahnlänge war die Länge einer Fernbedienung, 18 cm. Es verzehrte täglich etwa 1034 Kilogramm Nahrung. Das entspricht für dich ungefähr 3300 Dosen Thunfisch. Die ältesten Megalodon-Fossilien stammen aus etwa 20 Millionen Jahren, aber man wird sein Skelett nicht sehen. Und das liegt daran, dass der mächtige Mac keine Knochen hatte. Ein Skelett aus Knochen verleiht den meisten Tieren ihre Körperform und Stärke. Haie jedoch stammen aus derselben Unterklasse wie Rochen, Skates und Sägefische und haben Knorpel anstelle von Knochen. Knorpel ist ein Gewebe, das weicher und flexibler als Knochen ist, aber dennoch hart genug, um den Körper zu formen und die inneren Organe zu schützen. Einige Bereiche sind flexibler, da Knorpel schwächer ist, und einige, wie der Kopf des Hais, sind dank verkalktem Knorpel viel härter. Ihre Schnauzen hingegen bestehen aus sehr weichem und flexiblem Knorpel, der wie eine Stoßstange im Falle einer Kollision mit Gefahren wirkt. Wer weiß, ob sie all dies mit einem schweren Skelett bewältigen könnten. Darüber hinaus macht Knorpel ihre Kiefer flexibler und sie können ihre Mäuler viel weiter öffnen, als es mit einem Kiefer aus Knochen möglich wäre. Unser Held, Mac, war keine Ausnahme und hatte den stärksten Biss aller lebenden Kreaturen, was ebenfalls durch ein aus Knorpel bestehendes Skelett ermöglicht wurde. Haie nutzen ihren Knorpel voll aus. Er hilft ihnen, beim Jagen schnell zu schwimmen und zu wenden. Ein Nachteil dieses Skeletttyps ist, dass es für Wissenschaftler wirklich schwierig war, die Größe und Form von Mac zu bestimmen. Normalerweise würden sie dies anhand von versteinerten Knochenskeletten oder deren Teilen tun. Bei Mac mussten sie jedoch aufgrund der gefundenen Zähne und Vergleiche mit lebenden Verwandten spekulieren. Ein kürzlich entwickeltes 3D-Computermodell basierte teilweise auf Scans einer in den 1860er Jahren entdeckten Wirbelsäule. Das Modell zeigte, dass der Megalodon größer, schneller und sogar hungriger war, als Wissenschaftler bisher dachten. Es scheint, dass ein durchschnittlicher Megalodon 16 Meter lang war. Das ist etwas größer als die Höhe des Hollywood-Schilds und er wog 10-mal so viel wie ein Elefant, 67 Tonnen. Es gab auch viel größere Kreaturen, 20 Meter. Wissenschaftler sind sich immer noch nicht sicher, wie der Megalodon diese Größe erreichte. Die Tatsache, dass es größere und kleinere Mechs gab, hat wahrscheinlich etwas mit einer kleinen Sache namens Bergmanns Regel zu tun. Diese besagt, dass die Temperatur der umgebenden Umwelt die Körpergröße eines Tieres beeinflusst, weil diese entweder Wärme konservieren oder abgeben müssen. Die Megalodons, die kältere Gewässer erreichten, benötigten wahrscheinlich mehr Körpergewicht, um sicherzustellen, dass sie bei niedrigen Temperaturen überlebten. Diejenigen, die in wärmeren Gewässern lebten, mussten kleiner sein, um eine Überhitzung zu vermeiden. Wenn die Forscher in ihren Berechnungen richtig lagen, bedeutet das auch, dass der Mac eine Reisegeschwindigkeit von über 5 Kilometern pro Stunde erreichte, was wesentlich schneller ist als andere Haie. Der noch lebende weiße Hai kann eine Strecke von fast 11.265 Kilometern ohne Unterbrechung zurücklegen, was 9/10 des Durchmessers der Erde entspricht. Es sieht so aus, als hätte der Megalodon viel weiter schwimmen können. Megalodone konnten auf unserem Planeten fast 70 Mal länger überleben als Menschen. Sie durchstreiften etwa 20 Millionen Jahre lang die Ozeane und man konnte sie nahezu überall sehen, außer in der Nähe der Pole. Die am weitesten nördlich entdeckten Fossilien wurden vor der Küste Dänemarks und die am weitesten südlich in Neuseeland gefunden. Der Grund, warum keine Megalodon-Zähne in der Antarktis gefunden wurden, liegt höchstwahrscheinlich darin, dass diese sich an warme tropische und subtropische Gewässer angepasst hatten. Die Jüngeren hielt sich gerne in Küstennähe auf, während ausgewachsene erwachsene Küstengebiete bevorzugten. Sie konnten sich jedoch auch problemlos in den offenen Ozean bewegen. Als unser Planet vor etwa 3,6 Millionen Jahren eine Phase der globalen Abkühlung und Austrocknung durchlief und die Meere zu gefrieren begannen, wurde der Raum für den Mac immer kleiner. Ein Großteil seiner Beute, wie kleinere Wale,
Robben und Meeresschildkröten, verschwand oder verlagerte sich in Gewässer, die für unseren Helden zu kalt waren. Gleichzeitig nahm die Anzahl seiner natürlichen Konkurrenten, wie kleinere Raubhaie, wie der weiße Hai und Wale, zu. Diese Verschiebung in der Nahrungskette könnte für den Mägen noch gefährlicher gewesen sein als das kalte Meerwasser. Sie sind es gewohnt, sie auf der großen Leinwand als herzlose Monster zu sehen. Aber diese riesigen Haie waren tatsächlich liebevolle und fürsorgliche Familienväter. Wissenschaftler haben mehrere Kinderstätten von Megalodons in Florida, Maryland, Panama und vor der Küste Spaniens entdeckt. Es scheint, als ob sie ihre Jungen in flachen Gewässern zur Welt brachten. Dann würden die kleinen Megs dort bleiben, mit Erwachsenen, die sie schützten und aufzogen, bis sie bereit waren, sich gegen Raubtiere zu wehren. Die mächtige Meg hatte 276 Zähne in 5 Reihen in ihrem Maul. Ähnlich wie andere Haie war sie schnell darin, ihre abgenutzten oder verlorenen Zähne zu ersetzen. Mit 4 oder 5 Zahnreihen in ihrem Maul verhielt sie sich im Grunde genommen wie ein Fließband, das in der Lage war, beschädigte oder fehlende Zähne nachwachsen zu lassen. Das bedeutet, dass ein ausgewachsener Megalodon im Laufe seines Lebens wahrscheinlich mehrere tausend Zähne nachgewachsen hätte. Obwohl der weiße Hai oft als der engste Verwandte des Megs genannt wird, wären sie kaum entfernte Cousins. Die Vorfahren des heutigen weißen Hais existierten zur gleichen Zeit wie der Meg. Aber sie waren keine besten Freunde und rivalisierten sogar miteinander. Der weiße Hai würde in einem direkten Kampf gegen eine Meg nicht gewinnen, war aber ein besserer Jäger, der seine kleinere Größe und Wendigkeit nutzte, um schnell die Beute des Riesen zu schnappen. Dies ließ nur die größeren Fische und Wale für den Meg übrig, aber seine Nahrungsversorgung begann auszugehen, als die Wale in die kühleren neuen Meere schwammen. Der Megalodon ist eher mit einem modernen Bullenhai zu vergleichen. Er hatte eine kurze Schnauze, ein flaches Unterkiefer und riesige Brustflossen, um sein massives Gewicht und seine Größe zu unterstützen. Wir sprechen auch von Meg als einem ausgestorbenen Riesen, aber können wir uns 100%ig sicher sein, dass er nicht gerade irgendwo herumläuft, während wir sprechen? Immerhin haben wir insgesamt nur 5% unserer Ozeane erforscht. Die Marianengraben sind der tiefste Ozeangraben auf der Erde. Und man könnte den ganzen Mount Everest in seinem tiefsten Teil eintauchen. Und über 1,6 Kilometer davon wären immer noch über der Oberfläche. Wenn ein oder zwei Megalodone einen Versteckplatz bräuchten, wäre das der perfekte Ort. Es wäre allerdings nicht der gemütlichste Ort zum Leben, mit seinem kalten Wasser und völliger Dunkelheit. Außerdem ist der Druck dort 1000-mal stärker als auf Meereshöhe. Wenn also wirklich ein Meg dort unten versteckt wäre, hätte er ernsthafte Probleme mit seinen Zähnen, da Calcium unter diesem Druck auflösen würde. Um hier zu überleben, müsste er auch lernen, in völliger Dunkelheit zu navigieren. Das bedeutet, er wäre entweder biolumineszent geworden oder hätte sich, wie der Riesenkalmar, zu riesigen Augen entwickelt. Wenn der Meg noch existieren und seinen Ernährungsgewohnheiten treu bleiben würde, müsste er kleinere Fische fressen. Und das wäre ein Problem für uns Menschen, vor allem für diejenigen von uns, die Fisch lieben. Und da der Ozean heutzutage nicht abkühlt, würden die Megalodons die Temperatur lieben und sich schneller als je zuvor vermehren. Diese Riesen würden für Frachtschiffe und Kreuzfahrtschiffe enorme Probleme schaffen. Falls Sie jetzt Angst bei dem Gedanken haben, auf einen Megalodon zu treffen, entspannen Sie sich. Die meisten Wissenschaftler halten das aufgrund der Größe unseres Helden für unwahrscheinlich. Die meisten Nahrungsmittel, die Megalodone gerne essen, leben in flachen Meeresgebieten und nicht in der tiefsten See. Meg müsste ab und zu zum Essen auftauchen, und es ist ziemlich schwierig, ein so großes Geschöpf zu übersehen. Sie sind für uns beide riesige prähistorische Kreaturen, aber die Megalodons und die Dinosaurier haben tatsächlich nie zusammen gelebt. Die Dinosaurier sind wahrscheinlich vor etwa 66 Millionen Jahren ausgestorben. Megalodons scheinen etwas später aufgetreten zu sein,